Ja, ganz herzlichen Dank an euch. Der erste Applaus gehört der Band Valvisa. Vielleicht nochmal, das ist, dass ihr das nicht vergesst. Ich singe jetzt weiter. Ja, ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Es sind viele geworden. Mein Name ist Dirk Rohr. Ich bin Teil des Arbeitsbereichs Beratungsforschung an der Humanwissenschaftlichen Fakultät Gesundheit der Universität zu Köln. Und hier sind wir jetzt im Hauptgebäude, weil Sie alle sich für diese Veranstaltung interessiert haben. Und das ist großartig. Ganz viele haben mich und uns gefragt, wie habt ihr das geschafft, 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Dann habe ich immer gesagt, ich habe überhaupt nichts geschafft. Also das ist natürlich vor allen Dingen Herr Friedemann Schulz von Thun, den ich hiermit begrüße. Und der zweite Applaus, aber nicht minder. Genau. Und der vielleicht dritte und vierte Applaus gilt dann natürlich vor allen Dingen unseren beiden Hauptrednern morgen. Das ist der Jürgen Krietz. Wunderschön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Krietz. Und das ist der Bernd Schmidt. Schön, dass Sie da sind, Herr Schmidt. Und von Anfang an möchte ich nicht verheimlichen, dass wir noch zwei weitere Personen morgen hier auf der Bühne stehen haben. Die Renate Zwicker-Pelzer, schön, dass du da bist. Genau, einmal kurz aufstehen. Die Renate ist Professorin an der Katholischen Hochschule hier in Köln für den Bereich Beratung und Erziehungswissenschaft und wird mich morgen in der Moderation hier unterstützen, weil ich ja auch mir erlaubt habe, selbst zwei kleine Input-Vorträge zu machen. Und einen davon mache ich gemeinsam mit dem Professor Mario Winter hier vorne. Der kommt aus einem ganz anderen Bereich. Der ist nämlich Professor für Softwareentwicklung an der Technischen Hochschule hier in Köln. Und mit dem mache ich gemeinsam ein total spannendes Projekt, nämlich die Erstellung einer Software für die Genogrammarbeit in Beratung. Und da werden wir morgen eine Viertelstunde hier was zu sagen. Wir haben aber auch so einen Mini-Stand hier vorne links aufgebaut mit zwei, drei Mitarbeiterinnen aus dem Projekt, wo alle, die Interesse haben, schon mal die Software so ein bisschen ausprobieren können. Also wir haben nur zwei Tablets. Jetzt nicht alle gleichzeitig ausprobieren wollen. Genau. Gut, Organisatorisches vielleicht vorweg, auch wenn das dann immer so ein bisschen dröge ist oder ich weiß nicht so genau. Also ich bin erstmal höllenfroh, dass das mit der Registrierung alles so geklappt hat und auch mit den Eingängen und Einlässen. Wenn es an der einen oder anderen Tür jetzt ein bisschen knubbelig wurde, bitte ich das zu entschuldigen. Das ist von der Organisation gar nicht so ganz einfach, aber ich finde, es hat super funktioniert und deswegen auch direkt von Anfang an, viele machen das ja erst ganz zum Schluss bei so einer Tagung, aber ich mache es von Anfang an. Einen super, super herzlichen Dank an Robert Kamp, ist er überhaupt schon hier? Und genau. Und all die, ich glaube insgesamt 25, 30 Helferinnen und Helfer, die Sie und ihr ja erkennen könnt an den, ich zeige dir einfach mal auf dich, an den bordeauxroten T-Shirts, die die dann unterstützend irgendwelche Fragen beantworten können oder wie auch immer. Zum heutigen Tag, vom Ablauf her, der ist ja von Anfang an kommuniziert und hat sich auch nicht verändert. Was auch kommuniziert ist, was ich persönlich sehr schade finde, ist, dass wir in der Pause, die wir ja machen um 17 Uhr, leider nicht hier jetzt großzügig Kaffeestände aufbauen durften. Das liegt daran, dass die Brandschutzvorschriften so sind,
Und das heißt, für alle Kaffeesüchtigen, hätte ich es fast gesagt, ich gehöre selbst dazu, es gibt im Keller eine Cafeteria, es gibt einen Stand auf dem Albertus-Magnus-Platz und ansonsten ist vielleicht heute der erste Tag, damit aufzuhören. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber das war nicht anders möglich. Genau. Alles Weitere zum morgigen Tage als Organisatorische, das klären wir dann morgen früh. Ich habe das Gerücht gehört, dass einige vielleicht morgen gar nicht wiederkommen. Da wird vielleicht aber auch der heutige Tag dazu beitragen, dass sich viele Personen sich das doch nochmal überlegen, denn morgen lohnt sich's allemal. Morgen wird auch ein total spannender Tag und auch total spannend, wenn wir alle gemeinsam zum Mittagessen in die Mensa rüberlaufen. Aber die sind vorgewarnt, also das sollte hoffentlich genauso gut funktionieren wie jetzt hier auch. Genau. Ich glaube, das soll es auch organisatorisch erstmal gewesen sein. Ich wollte ja auch so ein bisschen inhaltlich einführen. Und dann hatte ich mir irgendwann überlegt, so, das ist eine, also allein diese Tagung mit einem Titel gelingende Kommunikation ist ja eigentlich schon ein Irrsinn. Also wie soll man da eine Tagung zu machen? Und dann noch mit dem Untersatz anhand von systemisch-humanistischen Ansätzen. Und dann habe ich irgendwann mit dem Herrn Engelhardt, der kann leider hier heute nicht sein, der ist der Verlagsleiter von Belz, kommuniziert. Und dann hat er gesagt, ja, dann können wir das doch vielleicht wirklich so machen, dass es so ein kleines Heftchen, also ein kleines Büchchen gibt. Und das liegt jetzt auch überall in Ihrer Tagungsmappe. Das ist so ein bisschen egozentrisch, weil ich das, also ne, ich habe das jetzt sozusagen so geschrieben, aber dankenswerterweise haben ja die drei Herren Schulz von Thun, Schmidt und Jan Kriez auch noch einen kleinen Begleittext dazu geschrieben. Insofern habe ich das sozusagen outgesourced. Also ich mache jetzt keine große inhaltliche Einführung. Die könnten Sie, wenn Sie Lust haben, irgendwann mal bei einem guten Glas Wein oder wie auch immer nachlesen. Und da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Bücher, die das auch gut machen, so Einführungen. Apropos, wir haben hier einen kleinen Büchertisch vom Auer und Ola, heißen die, vom Karl-Auer Verlag. Aber die haben auch Bücher von anderen Verlagen. In erster Linie, darum hatten wir Sie gebeten, dass diese Tagungsbuchhandlung, nennen die sich, glaube ich, dass Sie dann tatsächlich auch, und das haben Sie auch, Bücher vor allen Dingen von Herrn Schulz von Thun, von Herrn Kriez und von Bernd Schmidt da vorne ausliegen haben, die Sie dann käuflich erwerben können. Genau. Ein kleines bisschen inhaltlich einführen möchte ich doch. Also systemisch-humanistisch ist irgendwie so ein Konstrukt, was versucht, zwei Strömungen, nenne ich das mal, es werden auch oft als Schulen bezeichnet, innerhalb der Beratungswissenschaft. Und viele von Ihnen sind ja jetzt aber vielleicht auch gar nicht Beraterinnen und Berater. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Herr Schulz von Thun ja für eine breite Öffentlichkeit geschrieben hat. Und ich würde auch sagen, das ist vielleicht sogar fast sein Hauptverdienst, wenn man das so sagen kann, einer von den vielen Hauptverdiensten, dass er es geschafft hat, eine Kommunikationstheorie oder lieber Kommunikationsmodelle, ist ja ein schönerer Begriff dann eigentlich, wirklich einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und sie auch selbst visualisiert zu haben. Und deswegen sitzen ja auch viele hier. Und trotzdem kommen, das schreibt Herr Schulz von Thun ja auch in der Einleitung zum Beispiel zum inneren Team, da weiß ich es jetzt, miteinander reden drei, ganz explizit, dass sich das rekurriert auf die Theorieschulen von systemischem Denken als auch humanistischer Psychologie. Und das hat mich persönlich schon immer fasziniert und deswegen habe ich da auch meine Doktorarbeit drüber geschrieben und deswegen bin ich selbst persönlich wirklich gerührt, dass es jetzt heute dazu kommt. Ich habe an irgendeiner Stelle mal gesagt, eigentlich kann das nur meine Frau wirklich beurteilen, was mir das bedeutet, Herr Schulz von Thun, dass Sie jetzt heute hier sind. Kleiner persönlicher Exkurs. Und systemisch und humanistisch sind, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, aber ich mache auch relativ schnell Schluss, keine Angst, sind zwei Schulen von denen, wenn man das jetzt noch ein bisschen älter verfolgt,
Die anderen zwei wären analytisch und verhaltenstherapeutisch. Die Beratungswissenschaft hat ein bisschen das Problem, dass sie sich viel an der Therapiewissenschaft orientiert hat und eigentlich nochmal selbst jetzt selbstbewusster, selbstständiger werden muss. Ich hoffe, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, auch vielleicht hier heute und in unserem Arbeitsbereich. Und ich versuche das nur ganz kurz so ein bisschen zu pointieren oder zu vielleicht auch charakterisieren an einem Satz, den ich gefunden habe in einem Buch, und zwar Nachtzug nach Lissabon von Pascal Mercier, kennen vielleicht einige von Ihnen. Und der schreibt an einer Stelle, sich selbst verstehen, ist das eine Entdeckung oder eine Erschaffung? Also nochmal, sich selbst verstehen, ist das eine Entdeckung oder eine Erschaffung? Und da habe ich lange drüber nachgedacht und ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Aber ich glaube, ein Verhaltenstherapeut würde sagen, ist doch vollkommen egal. Sie nehmen einfach Folgendes und das probieren Sie kleinschrittig aus und dann verändert sich Ihr Verhalten und dann ist alles gut. Sie merken, ich karikiere das ein bisschen übertrieben, aber damit das vielleicht deutlich wird, ich bin kein ausgewiesener Fan von der Verhaltenstherapie. Ich meine, die Analytiker, ganz klar, die würden sagen, verstehen, also sich selbst verstehen, ist eine Entdeckung. Also da muss man vielleicht wühlen in der frühen Kindheit und so weiter. Und ein Systemiker würde höchstwahrscheinlich tatsächlich sagen, es ist eine Erschaffung, denn wir konstruieren das und wir konstruieren eigentlich alles, selbst die Vergangenheit, konstruieren wir ja im Hier und Jetzt. Ganz kurz, eines meiner Lieblingszitate von Jean-Paul Sartre, einige lächeln wahrscheinlich schon so, die Studierenden hier. Wie viele Studierende sind da? Das interessiert mich mal. Wie viele Studierende? Wow. Schön, dass ihr da seid. Das ist doch die Zukunft. Also, Jean-Paul Sartre hat gesagt, einer der Existenzphilosophen, die Bedeutung der Vergangenheit ergibt sich aus dem Entwurf der Zukunft in der Gegenwart. Da muss man nochmal drüber nachdenken. Also, die Bedeutung der Vergangenheit ergibt sich aus dem Entwurf der Zukunft in der Gegenwart. Und deswegen ist es eine Erschaffung. Also sich selbst verstehen kann dann eigentlich nur eine Erschaffung sein. Zumindest mit einem ganz hohen aktiven Anteil, den wir haben. Und jetzt karikiere ich das nochmal ein bisschen. Und der humanistische Therapeut oder Berater würde wahrscheinlich auf die Frage, ist es eine Erschaffung oder eine Entdeckung, sagen, wie geht's dir jetzt, wenn ich dir diese Frage stelle? Oder er würde einfach nur sagen, aha. Vielleicht würde er auch was ganz anderes sagen. Also, um es ganz kurz zu pointieren, die humanistische Psychologie, der Riesenverdienst, ich zähle jetzt nur mal ein paar davon aus, ganz viele wissen das wahrscheinlich alles schon, was ich gerade sage, Carl Rogers, Fritz Perls, Eric Byrne in der Transaktionsanalyse, Jakob Moreno mit dem Psychodrama, das sind alles so Vertreter, die man als humanistische Psychologen bezeichnet, die haben den Fokus auf das Hier und Jetzt gelegt, auf die Beziehung, auf dem, was gerade passiert und haben dann geschaut, in gewisser Weise, was das für Erkenntnisprozesse der Klienten mit sich bringt, die sich dann übertragen lassen auf die Alltagssituation. Und wirklich, das ist jetzt ganz, ganz kurz und dann geht es auch direkt schon weiter. Und die Systemiker haben viel mehr den Fokus darauf jetzt gelegt, dass jedes Verhalten ja in dem einzelnen Kontext spezifisch ist. Natürlich entwickeln wir so etwas wie Muster und durchaus auch Muster, die wir in der frühen Kindheit schon entwickelt haben. Deswegen ist das Genogrammprojekt ja auch so spannend, weil da können wir nämlich schauen, ein bisschen in der Familiengeschichte hinein, was haben sich da für Muster entwickelt. Und trotzdem ist auch bei den Systemikern dann der Fokus darauf, in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Systemen, wie verhalte ich mich da? Und die Systemiker würden dann eher fragen, also ne, der Humanisten eher im Sinne von, was ist das für eine Beziehung, was ist das vielleicht auch für ein Gefühl, was jetzt gerade vorherrscht? Und die Systemiker würden dann fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wenn Sie morgen früh aufwachen, was glauben Sie, wie Ihr Partner sich fühlt, wenn, und das kann man noch über drei Ecken machen, dann wird es auch kompliziert, aber auch hilfreich. Also ich will ja jetzt nicht meinen eigenen Verband auch durchaus teilweise schlecht reden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns eigentlich heute vor allen Dingen auf Kommunikation im Allgemeinen, gelingende Kommunikation, vielleicht ist es sogar sinnvoll, das zu vergessen, was ich gerade gesagt habe, ob das jetzt aus der humanistischen Psychologie herauskommt oder aus der systemischen, das ist vielleicht gar nicht so relevant. Relevant ist, dass wir in irgendeiner Form, und das ist natürlich eine Herausforderung, Herr Schulz von Thun, 1300 Leute, kriegen wir hier eine gelingende Kommunikation hin,
aber zumindest freuen wir uns alle, ich spreche einfach mal für uns alle jetzt, total auf die nächsten 2 Stunden. Danach gibt es eine Pause von 20 Minuten. Wir hören in der Pause nochmal die Band Valvissa und dann gehen wir in einen kurzen Austausch beziehungsweise eher an Fragen an Herrn Schulz von Thun. Darf ich hiermit übergeben? Ich freue mich total, ich wiederhole mich aber gerne. Ich freue mich total, dass Friedemann Schulz von Thun hier ist.